Hallihallo, ihr Lieben. Das blühende Leben spricht zu euch. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein First Impression Make-up Video. Ich habe ein paar Produkte, die ich heute zum ersten Mal ausprobieren möchte. Auch ein paar LE-Produkte, die relativ neu sind. Und ja, schauen wir gleich mal, was das so wird am Ende. Ich habe hier gerade noch meine Augenpads drauf. Die nehme ich jetzt mal ab. Die fand ich sehr angenehm. Das sind die Augenpads von Yepoda. Die habe ich mir jetzt nämlich als Nachschub einmal wieder bestellt. Die nennen sich The Deep Puff Espresso iPads. Die enthalten unter anderem Koffein und in diesem Glastiegel, ihr seht es, sind die so übereinander gestapelt drin. Das sind insgesamt 30 Paare, also für 30 Anwendungen, und die sind wirklich super angenehm, sind auch relativ groß, wie ihr gesehen habt, decken also einen schönen Teil unter den Augen oder um die Augen herum ab, sind kühlend, auch wenn die nicht im Kühlschrank waren vorher, und ja, die sind sehr angenehm, also die kann ich euch empfehlen, kosten 29 Euro. Ihr könnt mit meinem Code immer noch ein bisschen was sparen, blende ich euch hier ein, ist aber auch immer in der Infobox verlinkt, weil der immer gültig ist auf alle Yepoda-Produkte. Und wenn ihr das dann runterrechnet, also 29 Euro durch 30, sind ungefähr 1 Euro pro Anwendung und mit dem Rabattcode eben entsprechend weniger. Wenn man das vergleicht mit so Drogerie-Pads, die man einmal verwenden kann, ist es doch relativ ähnlich und ganz gut machbar, finde ich. Ich mache euch jetzt mal so eine kleine Übersicht am Anfang zu den Produkten, um die es hier heute gehen wird. Und zwar einmal noch ein weiteres Yepoda-Produkt. Das ist nämlich diese Cushion Foundation, die ich sehr gerne mal ausprobieren wollte. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Farbe erwischt habe. Es gibt eigentlich noch so einen Test online, den kann man machen, um so den richtigen Ton für sich zu wählen. Es ist vielleicht ein bisschen dunkel, aber wir werden mal sehen. Auf jeden Fall nennt sich diese Foundation The Dewy Day Moisturizing Niacinamide and Apricot Cushion Foundation mit Lichtschutzfaktor 30. Die kommt mit so einem kleinen Stickerbogen, also diese Sticker habe ich hier selber aufgeklebt. Kann man sich also diese Verpackung individuell gestalten. Hier ist ein Powder Puff drin, also so ein Applikator in Herzchenform, auch ganz süß. Und dann ist das hier die Foundation. Die war ja sehr beliebt am Anfang und auch ganz schnell ausverkauft. Jetzt gibt es sie wieder. Und ich bin sehr gespannt, ob ich mich dieser positiven Meinung anschließen kann. Ich hoffe das. Dann habe ich, wie gesagt, verschiedene Limited Edition Produkte. Und zwar zwei aus der aktuellen Riva Loves Me Eternal Sun Limited Edition. Einmal den Baked Bronzer, auf den ich es abgesehen hatte. Sowie den Ombre Blush, der doch ganz schön kräftig ist. Also mal gucken, ob mir das so gefallen wird. Dann habe ich hier aus der Rival de Loop Stunning Power LE einen Highlighter. Der sieht auch ganz schön aus, finde ich. Mal gucken, wie grob glitzernd der ist. Und dann habe ich hier noch aus der Essence Live Life in Coral LE die Lip Mask mitgenommen. Die habe ich aufgrund der Optik mitnehmen müssen. Ich finde es so cool, dass es so aussieht, als wäre so das wie Sprühsahne in diesen Glastiegel reingesprüht worden, in den verschiedenen Farben. Finde ich ganz, ganz schön. Das die Sachen, um die es heute gehen soll. Die anderen Make-up-Produkte, mit denen ich den Look auffülle, schreibe ich euch in die Infobox, aber zeige ich euch jetzt heute nicht genauer. Ich würde mal anfangen mit dieser Lippenmaske. Ich habe schon von irgendjemandem gehört, dass die nicht so gut riechen soll. Schauen wir mal. Die hat hier auf jeden Fall noch so eine Schutzversiegelung. Riecht so ein bisschen nach Zahnpasta, habe ich das Gefühl. Also ich finde jetzt nicht, dass die unangenehm riecht. Ja, so ein bisschen Zahnpasta-mäßig tatsächlich. Ist sehr fest. Sieht ja anders aus, aber ist doch sehr fest. Aber man braucht ja auch nicht viel. Ja, doch, das ist voll Zahnpasta. Das hat auch so einen leichten Minz, Geschmack bzw. Geruch und ist auf den Lippen auch so ein bisschen prickelnd, bitzelnd, wie so ein Lip Plumper.
Also ich gehe davon aus, dass da irgendwie Minzöl oder sowas mit drin ist. Lippenmaske mit pflegenden Ölen und erfrischendem Minzduft. Fühlt sich aber gut an auf den Lippen, also sehr schön geschmeidig, nicht zu dick, nicht zu schwer. Ja, ich hoffe, die pflegt entsprechend auch ein bisschen. So, Foundation. Wie gesagt, ich bin sehr skeptisch aufgrund der Farbe. Und ich überlege, ob ich jetzt, ja doch, für dieses Video nehme ich diesen Herz-Sponge-Dingsbums. Hier kann man seine Finger so reinlegen und dann oh, bin ich wirklich gespannt, ob die Farbe einigermaßen hinhaut und auch wie viel ich jetzt verwenden muss. Doch, ich glaube, die Farbe geht. Also jetzt zumindest im Sommer. Im Winter wäre das definitiv zu dunkel. Ist natürlich mit dieser Mini, mit diesem Mini-Applikator schon relativ aufwendig. Ich glaube, mit dem Pinsel wäre man da einfach ein bisschen schneller, aber okay. Es soll ja eine Dewy Foundation sein und das ist auf jeden Fall auch so. Also ich finde die, also ohne dass ich jetzt einen Primer drauf habe, ich habe tatsächlich gar nichts drunter heute unter dem Make-up. Dafür sieht es wirklich aus, als hätte ich einen krassen Glow-Primer mir aufs Gesicht gegeben. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Von der Deckkraft her ist es so in einer Schicht, würde ich sagen, okay. Also klar kriege ich meine Pickel und Pickelmale jetzt nicht 100% abgedeckt, aber das kriege ich eigentlich mit keiner Foundation so richtig, es sei denn, ich würde die wirklich schichten. Und eigentlich reicht mir das an Menge auch schon. Also ich finde, das Gesicht ist jetzt einfach so ein bisschen ebenmäßiger gemacht worden. Es leuchtet unfassbar schön. Ich würde das tatsächlich so lassen. Fühlt sich auf jeden Fall wappig an. Also man merkt, dass man was drauf hat. Wenn man da jetzt mit Puder rübergehen möchte, was ich ja gleich werde, muss man das auf jeden Fall noch abpudern. Also zumindest an den Stellen, wo noch Puderprodukte rauf sollen. Aber ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, einfach an so einem Tag, wo ich nicht viel Make-up tragen möchte, das einfach so ein bisschen drauf zu gehen, um einfach einen etwas ebenmäßigeren Ton zu erzielen und dann vielleicht noch ein bisschen Concealer, ein bisschen Mascara und fertig. Also es gefällt mir auf den ersten Blick richtig, richtig gut. Da bin ich jetzt doch sehr froh drüber, dass das so gut funktioniert hat. Freut mich. Ich werde hier noch mal ein bisschen, ne, mit Concealer nacharbeiten. Ach so, ich hatte noch vergessen, ein Produkt zu erwähnen, was ich auch heute zum ersten Mal verwende. Es ist jetzt nicht super neu. Die Moon Shroom Palette von Luna Beauty. Aber die ist jetzt auch nicht so alt. Und für mich, wie gesagt, ist es eine First Impression. Und die Palette habe ich auch aus dem Grund ausgewählt, weil die aktuell im Angebot ist. In einem sehr guten Angebot. Erzähle ich euch dann gleich nochmal mehr dazu, wenn die Augen dran sind. So, ich puder jetzt hier einmal ab. Eigentlich ist es viel zu schade, diese schöne Foundation oder den Glanz der Foundation zu nehmen, aber sonst kann ich die anderen Produkte nicht gut testen einfach. Aber man hätte ja auch die Option, Cremeprodukte einfach drauf zu geben, wofür ich mich dann im Normalfall entscheiden würde. Aber auch abgepudert sieht die noch gut aus. Also ja, ist ein wirklich wahnsinnig guter erster Eindruck. Okay, dann möchte ich mal diesen Bronzer hier ausprobieren. Es gibt den nur in einer Farbe in dieser LE. Sieht schon recht dunkel aus. Das erinnert mich von der Verpackung her total an den Highlighter aus der Essence Vintage Beach LE. Falls sich irgendjemand noch erinnert, ist schon irgendwie so 3, 4 Jahre her, diese LE. Aber war eine super ähnliche Verpackung und auch mit dieser Swirl-Optik. Nur, dass es eben Highlighter war und hier ist es ein Bronzer. Ich merke gerade, der hat einen Duft. Der riecht leicht süßlich, aber angenehm. Ich gehe hier mit meinem großen
Puderpinsel rein und gebe den einmal auf den Wangenknochen, ein bisschen am Haaransatz und ein bisschen runter. Oh, der ist wirklich dunkel. Ja, auch sehr, sehr aschig im Unterton. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt rüberkommt bei euch. Also ich mag das ja, wenn Bronzer nicht zu warm sind, aber der hier ist schon wirklich, der hat auch so einen Grauschleier, seht ihr das? Oh. Ich habe mir so viel von dem versprochen, ehrlich gesagt, als ich den auf dem Pressebild gesehen habe. Ich kann euch ja mal einen Swatch machen. Also ist sehr intensiv, auch sehr leuchtend. Aber er hat schon eine wirklich spezielle Farbe. Obwohl hier wirkt er gar nicht so gräulich. Nee, hier wirkt er überhaupt nicht gräulich, aber auf dem Gesicht wirkt das so. Versuch das hier mal so ein bisschen softer zu machen. Nee, das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt, muss ich sagen. Schade, schade. Also natürlich habe ich wieder ein bisschen Glow rausbekommen auf die Wangen, aber eine komische Farbe irgendwie. Vielleicht ist es doch eher so ein Bronzer-Topper. Also dass man sich vielleicht so ein bisschen konturiert vorher und den dann nur so leicht hier so drauf tupft. Muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall funktioniert der nicht so, wie ich es von einem schönen Bronzer erwarte und kenne. Schade, aber ich probiere es auf jeden Fall nochmal auf andere Weise aus. Aber nicht heute. Vor dem hier habe ich, wie gesagt, ein kleines bisschen Angst, vor dem Ombre Blush, weil der schon wirklich sehr, sehr intensiv von der Farbe ist. Der ist relativ klein, das hat mich so ein bisschen gewundert. Ich hätte ihn mir größer vorgestellt, aber es ist ja okay. Also gerade, ne, wann macht man mal einen Blush leer? Das reicht auch in einer etwas kleineren Version. Auch da mache ich euch mal einen Swatch von den, einmal von oben, einmal von unten. Auch sehr kräftig pigmentiert, also da muss ich auch wirklich vorsichtig sein. Ich tupfe da einfach einmal so in die Mitte. Ich finde gerade diese Bronzerfarbe vermiest mir das so ein bisschen. Es harmoniert auch nicht so gut zusammen, finde ich. Dieses so ein bisschen gräuliche und dann dieses kräftige Pink-Koralle. Ich glaube, mit einem anderen Bronzer würde der schöner aussehen. Ich dachte, ich kriege heute ein richtig schönes Make-up hin. Ah. Naja, man kann nicht alles haben. Also ich glaube, an sich ist der Blush nicht verkehrt. Wenn man eine kräftige Farbe mag, ist ja jetzt auch nicht super overblushed, jetzt wo ich es wirklich sehr, sehr vorsichtig und soft aufgetragen habe. Also für alle, die das mögen, also für alle, die der anspricht, da kann man nicht viel mit verkehrt machen. Kommen wir jetzt mal zum Highlighter, da bin ich gespannt drauf. Der Glamorous Highlighter. Fand ich ganz schön hier mit dieser lila Flieder-Umrandung. Auch hier einmal ein Swatch, der ist sehr, sehr trocken. Oh, ich glaube, der ist zu grob. Ein sehr heller Farbton. Na, wobei, könnte gehen. Aber der ist wirklich so putrig, dass der gar nicht so gleichmäßig, zumindest beim Swatchen, auf dem Finger landet. Gut, wenn man es so ein bisschen verstreicht,
Dann geht's. Aber die Farbe ist schon auch sehr hell. Wird jetzt auch überhaupt nicht passen, aber jetzt ist eh egal. Schon sehr kräftig, ne? Sehr leuchtend. Ist tatsächlich jetzt auf dem Gesicht nicht grob. Also nicht so, wie ich es am Anfang befürchtet hatte. Passt jetzt nicht unbedingt zum Rest der Farben. Aber dieses Video ist dazu da, um euch zu zeigen, wie die Produkte funktionieren. Und hier seht ihr, wenn ihr einen kräftigen Glanz wollt und mögt, könnt ihr euch den mitnehmen. Sind ja auch immer recht preisgünstig, die Rival-Sachen, ne? Okay, dann komme ich zum Augen-Make-up. Ich zeige euch erst nochmal die Palette hier aufgeklappt. Ist jetzt auf den ersten Blick nicht hundertprozentig mein Vibe, weil ich finde, es sind so, naja, es sind so Waldfarben, ne? So ein bisschen moosig-schlammige Farben. Ich finde es jetzt nicht super, super ansprechend, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe viel Gutes von dieser Palette gehört. Oben und unten die Reihen jeweils, die haben entweder eine Fee oder einen Pilz eingeprägt. Oder teilweise auch nix. Und die sind matt und in der Mitte sind Schimmerfarben. Ja, von außen, das ist so schön. Ich finde immer cool, dass sich dieser Mond, dieser leuchtende Mond, durch die Designs der Paletten durchzieht und halt immer das Drumherum anders ist. Ja, ich hole euch mal ein bisschen dichter ran. Achso, vorher wollte ich euch noch sagen, wo die reduziert ist. Bei Purish natürlich, unser aller Lieblings-Online-Shop für Marken, die nicht so Mainstream sind, also die es nicht in jedem Shop gibt, so wie Essence und Catrice beispielsweise oder wie L'Oréal, Maybelline, keine Ahnung, sondern einfach so Marken wie Luna, wie Nabla, wie Glamlight und so weiter. Da könnt ihr bei Purish fündig werden und aktuell hat Purish ein Geburtstagssale. Da ist die Palette auch reduziert und mit meinem Code Nina10 müsste es sein. Ja, Nina10 bekommt ihr nochmal 10% auf die reduzierten Produkte obendrauf. Unter anderem dann eben auch auf diese Palette. Also das könnte sich lohnen, wenn ihr sowieso ein Auge auf die geworfen habt. Okay, jetzt komme ich stichdarauf. Okay, was nehme ich hier jetzt draus? Ich habe früher immer gewürfelt. Ich habe immer gewürfelt, welche Farben aus einer Palette ich nehme. Das würde ich jetzt gerne auch tun irgendwie. Mach ich einfach. Mach ich einfach. Ich würfel. Tata. Eine 2. Okay, starten wir mit diesem Gelbton. Honeysuckle nennt er sich. Das ist aber eine gute Farbe für so ein Testvideo. Mal sehen, wie stark dieses Gelb auf dem Auge landet. Gelb ist ja immer so ein Ding, ne, was erstmal nicht so richtig kräftig ist und auch sehr schnell verblassen kann. Gebe ich mir mal so ein bisschen über die Lidfalte rüber, damit man das am Ende auch noch sehen kann. Ja, ist jetzt hier auch sichtbar, aber natürlich nicht super kräftig. Aber schon kräftiger als auch in vielen anderen, aber günstigeren Paletten. Okay, nächste Farbe. Jetzt habe ich die 1. Das ist der Farbton daneben. Dieses hellbraun. Toad nennt er sich. Wie der kleine süße Pilz bei Super Mario. Den gebe ich mir mal so ein Ticken darunter, also richtig in die Lidfalte rein. Die Farben harmonieren natürlich sehr gut miteinander, ergeben so ein bisschen einen orangigen Farbton. Ich softe einmal nach oben hin noch ein bisschen aus mit dem hellsten matten Farbton der Palette. Der nennt sich Puffball. So, dann bin ich jetzt aber mal gespannt auf die etwas dunkleren Töne. 5. 1, 2, 3. 4, 5. Okay, nehmen wir erstmal den Schimmerton Witch's Head. Den gebe ich mir auf das bewegliche Lid. Erstmal ohne Primer. Ich werde es auf der anderen Seite gleich mal mit Primer versuchen. Dann habt ihr auch
einen ganz guten Vergleich. Ich nehme natürlich meinen NYX Glitter Primer. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Doch. Nicht super krass, aber ich glaube, es ist sichtbar, ne? Deswegen lege ich hier nochmal auf der anderen Seite ein bisschen Farbe nach, damit das dann auch zumindest am Ende gleichmäßig ist. So, was für eine Farbe will der Würfel noch? Ich würde jetzt mal in die matte Reihe gehen und ich habe eine 2 gewürfelt. Das ist dieser dunkle Aubergine-Ton. Den nehme ich jetzt zum Schattieren. Pretty Poison ist da der Name und ich glaube, das passt recht gut zu den restlichen Farben. Den gebe ich mir auch an den unteren Wimpernkranz. Der ist sehr kräftig, aber lässt sich easy auftragen. Einmal ein bisschen aussoften. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen in das Gelb und das matte Braun vom Anfang, um das noch mal so ein bisschen hervorzuheben. Das ist jetzt doch sehr überlagert von dem dunklen Ton. Und dann würde ich mich jetzt, glaube ich, nochmal für diesen Ton hier entscheiden, diesen hellsten Schimmerton, Fairy Wings, so ein Gold. Das würde ich mir gerne mal so ein bisschen in den Innenwinkel setzen, damit da auch noch ein bisschen ein Farbtupfer ist. Ja, da hätte jetzt, glaube ich, ein hellerer Ton besser gepasst, um ehrlich zu sein. Aber gut, den habe ich hier nicht drin. Ich hätte natürlich den Highlighter nehmen können. Okay, ist schon jetzt sehr kräftig geworden. Ich werde das jetzt mal zu Ende schminken mit Eyeliner, Kajal, Mascara, Augenbrauen und dann melde ich mich gleich nochmal. So, das ist das Endergebnis. Was sagen wir jetzt dazu? Also, ich habe es mir besser vorgestellt. Ich finde, der Bronzer hat schon vieles leider runtergerissen. Das Augen-Make-up finde ich eigentlich ganz schön von den Farben her. Auch mal was anderes. Also es ist definitiv keine 0815 Palette. Und wie ihr gesehen habt, haben die Farben sehr gut funktioniert. Sowohl die Schimmertöne, wie gesagt, mit Primer immer besser. Aber auch die matten Töne sieht man gut. Foundation kriegt bei mir bis jetzt eine 1. Also die hat mich wirklich so geflasht. Also da freue ich mich sehr, sehr, morgen dann ein Make-up zu schminken mit der Foundation und ohne zu viel Puder drumrum. Also da wird es wahrscheinlich ein Creme-Look eher werden. Ich finde, Blush und Highlighter an sich haben gut performt. Der Highlighter ist wirklich sehr, sehr stark, aber ich persönlich mag das. Ja, das Einzige, was bei mir eben wirklich nicht bestanden hat, war der schön anzusehende Bronzer. Aber da haben sie irgendwie eine ganz komische Farbe rausgehauen. Also ja, vielleicht werde ich den als Lidschatten weiterverwenden und sonst nicht. Ja, muss ich mir mal überlegen, beziehungsweise nochmal vielleicht auf eine andere Art auftragen. Und die Lippenmaske, also ich merke die immer noch ein bisschen. Sie ist schon recht gut eingezogen. Ich glaube, dass sie die Lippen auch so ein kleines bisschen dunkler gemacht hat, oder? So ein kleines bisschen rötlich gefärbt. Oder die sind einfach jetzt besser durchblutet durch diesen Minzanteil. Aber sie sehen auf jeden Fall ganz schön aus und ja, wie gesagt, über die Optik von diesem Teil müssen wir nicht reden. Die ist einfach wunderschön. Ja, okay. Das war's dann zu diesem Look. Verratet mir gerne in den Kommentaren, wie ihr so zu den Produkten steht, wie so eure Meinung ist. Habt ihr vielleicht selber davon was zu Hause und habt eine andere Meinung als ich oder die gleiche? Wie gesagt, schreibt's gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag, eine Restwoche und wir sehen uns entweder nochmal vor Sonntag, aber spätestens am Sonntag zum neuen Video. Bis dahin macht es gut. Tschüssi.